Weitere Kontaktbeschränkungen aber erst nach Weihnachten. Großveranstaltungen ohne Zuschauer, geschlossene Clubs und Diskotheken. Die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Experten und Expertinnen kritisieren die Maßnahmen als unzureichend. Und während Bundeskanzler Scholz die Beschlüsse rechtfertigt, hätten sich auch einige Ministerpräsidenten offenbar ein strengeres Vorgehen gewünscht. Das Weihnachtsfest, es soll möglichst wenig beeinträchtigt werden. Fast 2 Jahre Pandemie haben die Bürger mürbe gemacht, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Vor allem Ungeimpfte müssen zwar ihre Kontakte einschränken, doch statt noch strengerer Verbote gibt es Appelle. Ich darf die Bürgerinnen und Bürger eindringlich darum bitten, sich an diese Regeln zu halten. Sie sind keine Schikane, sondern dienen dem Schutz der Nichtgeimpften und von uns allen. Da ist der Einfluss der FDP zu spüren. Die hatte sich stets gegen einen neuen Lockdown ausgesprochen. Stattdessen impfen, impfen, impfen. Bis Ende Januar weitere 30 Millionen Impfungen. Hier soll es nicht bei Appellen bleiben. Das Auftreten der Omikron-Variante erfordert auch mit zusätzlicher Dringlichkeit die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Die Länder bitten deshalb Bundesregierung, Bundestag, die Vorbereitung für die allgemeine Impfpflicht zügig voranzutreiben. Einige Bundesländer wollen die Kontaktbeschränkungen schon früher einführen. Und manche Ministerpräsidenten sind unzufrieden mit den Beschlüssen. Ich finde, dass das nicht ausreichend ist. Vor allem, wenn sich die Lage zuspitzt, fehlen mir die Instrumente, die wir bisher hatten. Ob die jetzt geltenden Maßnahmen plus Verschärfungen ausreichen, zeigt sich in den nächsten Tagen. Anfang Januar ist schon das nächste Bund-Länder-Treffen geplant. Mitten in der vierten Welle jetzt also neue Corona-Maßnahmen zur Eindämmung einer wahrscheinlich fünften Welle. 2 Jahre Pandemie hätten die Bürgerinnen und Bürger, wir haben es gerade schon gehört, mürbe gemacht, so Bundeskanzler Scholz gestern. Trotzdem warb er für Verständnis. Ob das bei den Menschen aber noch vorhanden ist? Hier ein Stimmungsbild. Corona macht keine Weihnachtspause, so die Botschaft der Regierungschefs. Bei Treffen kommt es zu Kontaktbeschränkungen, nicht nur für Ungeimpfte, künftig auch für Geimpfte und Genesene. Spätestens ab dem 28. Dezember gilt, nur noch 10 Personen, Kinder unter 14, nicht mitgezählt. Silvester ja, aber habe ich für mich persönlich schon abgeschrieben. Habe ich vor einer Woche schon gesagt, wir feiern nicht mit 20 Mann. Aber es ist schade. Für meine Silvesterpläne ist es eigentlich fast egal, weil wir hatten eh nur im kleinen Kreis vorzufeiern. Wenn ich dafür nächstes Jahr wieder eine schöne große Feier habe, dann ist das für mich okay. Außerdem werden spätestens ab dem 28. Dezember Clubs und Diskotheken geschlossen. Ich würde mich auch gar nicht wohlfühlen, jetzt in den Club zu gehen und da irgendwie ins neue Jahr zu tanzen. Also dafür, dass ich dann ein paar Monate später die Retourkutsche kriege, ist mir auch nicht wert. So ein Ärger. Ja. Brauchen wir jetzt wohl nicht mehr darüber unterhalten, oder? Bei den Zahlen hätte man nicht mehr ruhigen Gewissens irgendwo da feiern gehen wollen. Also so kommen wir ja nicht weiter. Einen Lockdown gibt es erstmal nicht. Einzelhandel und Gastronomie bleiben geöffnet, wie auch die Schulen. Ich finde das okay. Also okay im Sinne von, ich finde es gut, dass es mehr Restriktionen gibt, aber ich finde es auch gut, dass man die Schulen nicht schließt, weil gerade die Kinder ist, glaube ich, besonders wichtig, weil war ja schon schwierig genug. Es wird nicht besser, wir müssen vielleicht mal wieder runterfahren. Voll auf die Weihnachtsbremse wollte die Politik nicht treten, aber die Sorge vor der Omikron-Variante wird dieses Jahr trotzdem mitschwingen. Ja, und gestern nach den Bund-Länder-Gesprächen hat meine Kollegin Aline Abud in den Tagesthemen noch mal mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach gesprochen. Auch darüber, ob die Maßnahmen überhaupt früh genug kommen, um eine fünfte Welle noch stoppen zu können. In der Tat muss diese Welle gestoppt werden. Wir haben ja die vierte Welle, in der wir gerade sind, und die fünfte Welle rollt an mit der Omikron-Variante. Hier fürchten wir tatsächlich eine massive Zunahme der Fälle. Und dafür haben wir heute Beschlüsse getroffen, Beschlüsse, mit denen man arbeiten kann. Sie sagen, man kann damit arbeiten, aber Sie bekommen ja jetzt sogar vom RKI ziemlich viel Druck. Das fordert sofortige, massive Kontaktbeschränkungen bis Mitte Januar. Warum wollen Sie noch Weihnachten abwarten? Die Weihnachtstage sind normalerweise keine Tage, wo die Pandemie besonders um sich greift. Die Menschen verhalten sich vorsichtig. Dazu rufe ich auch bei dieser Gelegenheit noch einmal auf, dass jeder, der zu Weihnachten reist, sich vorher testen lässt und also dass nur Getestete zusammenkommen
und dass bei den Fahrten, wenn immer möglich, FFP2-Masken getragen werden. Es ist klar, dass das RKI hier also noch weitere Vorschläge gemacht hat und das ist auch richtig so. Ich lege großen Wert auf also wissenschaftliche Beratung, auch durch das RKI. Da gibt es keine Zensur, aber ich glaube, dass die Vorschläge, die wir heute umgesetzt haben, tatsächlich sehr wirksam sind. Aber ist das nicht schon sehr beunruhigend, wenn Sie und das RKI nicht zusammenarbeiten? Normalerweise war das ja beim vorherigen Gesundheitsminister ja eigentlich eine Einheit. Warum ist das jetzt anders? Wir arbeiten sehr eng zusammen und wie gesagt, ich schätze also die Arbeit des RKI sehr. Ich werde morgen in der Bundespressekonferenz mit Lothar Wieler, dem Chef des RKI, zum Beispiel gemeinsam auftreten und zur Boosterimpfung also aufrufen, zusammen mit dem KBV-Chef Gassen. Wir arbeiten Hand in Hand, aber wie gesagt, im Rahmen also der wissenschaftlichen Arbeit des RKIs kann es auch schon mal einen Vorschlag geben, den wir nicht sofort umsetzen. Herr Wieler ist ja auch im Expertenrat und dieser warnt, dass es bald schon eng werden könnte in Krankenhäusern, also bei der Feuerwehr, bei der Polizei, wenn sie nicht bald bremsen. Also was passiert da jetzt? Da bereiten wir ja alles vor. Wir also arbeiten an der sogenannten kritischen Infrastruktur, wie diese geschützt werden kann. Es kann tatsächlich sein bei der Omikronwelle, dass man so viele Fälle hat, dass also gleichzeitig so viele Menschen in Quarantäne sind, dass diese kritische Infrastruktur nicht bedient werden kann. Das bereiten wir vor, auch mit dem RKI zusammen. Aber was mich schon wundert, Sie waren ja bevor Sie Gesundheitsminister wurden, ja eigentlich jemand, dem konnte es nicht schnell genug gehen im Kampf gegen Corona. Wer bremst Sie jetzt eigentlich gerade in Ihrer Entschlusskraft, weil Sie ja doch da sehr zurückrudern? Mich bremst derzeit niemand. Also Teile der Vorschläge, die wir heute umgesetzt haben, habe ich selbst also vorgeschlagen. Ich weise zum Beispiel darauf hin, dass ich schon seit Wochen dafür plädiere, dass wir Diskotheken und also Clubs zumachen. Das ist jetzt gelungen. Auch die Begrenzung der Menschen, die sich treffen können im privaten Umfeld. 10 Leute, das ist also richtig und dafür habe ich geworben. Und vor allen Dingen, ich konzentriere mich jetzt sehr stark auf die Booster-Kampagne, denn es macht keinen Sinn, die Welle nur, sagen wir, vor uns wegzuschieben, sondern wir müssen die Welle auch tatsächlich flach machen oder bremsen. Und das gelingt nur mit einer sehr aggressiven Booster-Kampagne. Daran arbeite ich. Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich den allergrößten Teil unserer Bevölkerung bis Ende Januar geboostert haben. Und da machen wir jetzt eine zweite Kampagne, um noch einmal 30 Millionen Impfungen, Booster-Impfungen durchzubringen. Aber Herr Lauterbach, wenn Sie meinen, eine aggressive Booster-Kampagne, ich meine, ein Drittel der Bevölkerung ist bisher geimpft. Wie wollen Sie das jetzt schaffen, dass so viele Menschen noch geimpft werden bis Ende des Jahres? Ja, wir haben einen Erfolg bei der Boosterimpfung bisher. Also wir haben 27 Millionen Menschen geboostert und wir haben jetzt noch 30 Millionen Booster-Impfstoffdosen zur Verfügung. Die wollen wir in den nächsten Wochen einsetzen. Wenn es uns gelingen würde, den größten Teil derer, die schon einmal geimpft worden sind, zu impfen und auch bei der Erst- und Zweitimpfung Erfolge zu haben, dann würden wir der Omikron-Variante sehr gut begegnen können, weil die Boosterimpfung hat hier eine 70-prozentige Wirkung, ungefähr 70-prozentige Wirkung vor Infektion. Aber wir wissen auch, dass die Boosterimpfung nicht das einzige Mittel zum Zweck ist. In Ihrer Koalition scheint es da ja auch keine Einigung zu geben bezüglich Lockdown. Die FDP will keinen Lockdown, auch nicht im neuen Jahr. Die Grünen wollen aber den Lockdown. Wie wollen Sie da eine Linie finden? Also dass jetzt von den Grünen ein harter Lockdown gefordert würde, das wäre mir neu. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die also Welle brechen. Das hat Janusz Stamen, der Grünen-Politiker, heute gesagt im ARD-MOMA. Naja, also einen harten Lockdown, also jetzt können wir den diskutieren. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, also dass wir schnell Wirkung erzielen und das, was wir heute beschlossen haben, das erzielt Wirkung. Darüber hinaus, dass die Menschen sich also vorsichtig verhalten an Weihnachten und dass wir die Booster-Kampagne sehr schnell voranbringen. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten also Maßnahmen, die wir ergreifen können. Aber wir schließen nichts aus. Also wenn tatsächlich die Fallzahlen sich so entwickeln würden,
dass auch ein harter Lockdown also diskutiert werden muss, dann gibt es da keine rote Linie. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir da nicht. Hm. Noch eine Frage. Schauen wir uns die Weihnachtsmärkte an, wo die Betreiber ja selbst sagen, dass sie lieber geschlossen hätten und Hilfsgelder beantragen, als ein riesiges Verlustgeschäft zu machen mit diesen strengen Regeln wie 2G. Dem Einzelhandel wird es ähnlich gehen. Plant da die Regierung jetzt neue Hilfspakete? Also Hilfspakete sind in Vorbereitung, das ist klar. Wir richten uns bei dem, was wir beschließen, zum Infektionsschutz an den epidemiologischen Notwendigkeiten. Und wenn wir diese Notwendigkeiten berücksichtigt haben und kommen dann zu guten Beschlüssen, dann werden wir diejenigen, die wirtschaftlich darunter leiden müssen, entschädigen. Das ist immer so gewesen, das werden wir auch diesmal so unbürokratisch handhaben. Okay, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.